Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Kopie von Gaia und sind hier letztes Mal stehen geblieben. Unterwegs haben wir letztes Mal einen großen Wurm gesehen. Ich habe irgendwie den Eindruck, den werden wir bald kennenlernen. Viel lieber, als uns lieb ist. Aber sag doch mal, Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln sehen. Wenn ich so an Horizon Zero Dawn zurückdenke, dann ist das tatsächlich richtig. Die war immer ein bisschen grimmiger drauf. Okay, es geht immer höher hinaus. Da kann ich nicht runterfallen, oder? Hä? War ich nicht hier eben schon? Ah ne, das ist irgendwie eine andere Ebene. Okay. Da ist sonst nichts weiter. Es ist irgendwie zu ruhig. Das ist wie die Ruhe vor dem Sturm. Oh, das. Oh nein, das sind zwei Würmer. Drei Würmer. Es sind Schlangen? Drei von den Dingen? Und wenn sie die ganzen Oseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Das heißt? Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Oh, wie geil! Ich muss zum Shuttle kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Okay, ich darf mich mit dem Metallkobas nicht anlegen. Das heißt, wir lassen das Flugzeug runterknallen. Guter Plan, Aloy! Aber hat sie nicht gesagt, vorbeischleichen geht nicht? Das machen wir doch jetzt. Weil anders kommen wir doch nicht zum Shuttle hin. Was ist das? Ah, ein Gräber. Okay. Den müssen wir irgendwie austricksen. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Ich glaube, das ist zu optimistisch, ja. So, da war eben noch Materialien. Val hätte mich ruhig begleiten können, also. Du hättest ihn ja auffangen können, wenn er runterspringt. Was ist das für ein Geräusch? Mich sieht irgendwas. Ist das er? Nee, er war das. Okay. Ja, komm hier hin. Du hast irgendwas gesehen. Komm hier hin. Ich bin doch im Gras drin. Wie können die mich sehen? Okay, der ist weg. Komm, dreh dich um. Hier ist nichts. Du brauchst nicht scannen. Genau, mach dich von Naka. Den Speer nutzen, Munition sparen. Komm, durchsuch den. Wo ist der andere hin?
Ja, der ist irgendwie Ich habe irgendwie das Gefühl, die sehen mich immer. Aber anscheinend nicht. Jetzt kann ich mal, was mir das Spiel hier versucht beizubringen. Zack. Ja, das kenne ich noch von dem ersten Teil. Ja, es ist ein bisschen heftiger Angriff. Ja, okay. Ja, nach Möglichkeit versuche ich immer den stillen Angriff zu nehmen. Und bei Maschinen, wo das nicht klappt, ist wieso Pfeil und Bogen eher angeraten. So. Das war jetzt, glaube ich, erstmal mit Maschinen, oder? Da kann ich hochklettern, so wie das aussieht, oder? Nee, ist nicht gelb. Oh, scheiße, ich bin durch das rote Zeug gelaufen. Ah, da ist eine Leiter. Da komme ich hoch. Da. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Bin ich schon mein Shuttle? Ui, das ging fix. Das sah in der Cutscene aber etwas weiter weg aus. Okay, was heißt fix? Hä? Wo geht's jetzt denn lang? Hey, da oben ist eine Stange. Wo ist eine Stange? Ich glaube, ich kann sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. Meint er das? Okay, ich habe die Stange nicht gesehen, aber okay. Noch einmal. Ja, so. Ich bin nicht hoch genug. Ich versuch's nochmal. Hä? Ach so. Ich kann die Stange erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. Irgendwie bin ich zu doof gerade. Nicht geschafft. Noch einmal. Ich springe und tippe auf X, um dich am Greifpunkt festzuhaken. Tipp vor dem Erreichen des Greifpunkts Kreis an, um in die Luft. Ach so! Man sollte vielleicht sich den Hinweis durchlesen. Geschafft. Ah. Hoffentlich wird das nicht komplizierter. Dann bin ich verloren. Da falle ich besser nicht runter. Ah, da kann man hochklettern. Ich habe das Gefühl, hier ein Turm könnte auch eine Kobra sein. Der Sturm wird stärker. Die ganze Zeit haben also drei riesige Maschinen Osaram getötet und überall Säure vergossen. Du hast nur drei gesehen, es könnten mehr sein. Nicht runterschauen, Aloy. Okay, da sind die Kobras. Ich finde das Design der Kobras unglaublich toll. Das war knapp. Ein wackeliger Turm weniger. Auf zum nächsten. Das kann ja nicht irgendwie einstürzen, oder? Sieht nicht so aus. So. Ich bin, glaube ich, in der Nähe des Shuttles. Aber hier ist ein Kabel. Ja, dann rutschen wir da runter. Okay. Ey, Aloy. Ah! Ey, du hast meinen Respekt. Hier geht's wohl nur nach oben. Oh, 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 oh! Hier fällt alles auseinander. Huh.
Erstmal in Sicherheit. Das sind anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Ich wette, hier ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Oh, super. Noch mehr Maschinen. Was? Wo? Gräber, ne? Ist das nur der eine? Er hat mich jetzt gesehen. Ich wollte die jetzt nicht da platzieren. Ich wollte eigentlich einen Stein werfen, aber das hat sich jetzt erledigt. Ach so, mit rechts kann ich das wechseln. Jetzt müsste ich die Sprengstelle neu wiederherstellen. Das kann man, glaube ich, nur am Werkbänken machen, ne? Kann ich das im Menü machen? Das konnte man ja in Horizon Zero Dawn. Karte, Quest, Fertigkeiten, Inventar. Nee, ich glaube, das kann man nur an diesen Werkbänken machen. Da ist noch eine Maschine. Da ist auch einer. Oh. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Oh, das ist schlecht. Oder? Kann ich den auch von vorne mit stiller Schlag holen? Ja. Hallo, Aloy, sammle das scheiß Holz. So, da hinten war irgendwo noch ein Wühler. Ja, da läuft er. Man sieht die Schattierungen. Da ist er. Hm, was leuchtet da so lila? Eine Datenkonsole. Gucke ich mir gleich mal an. Erst müssen wir hier den Wühler ausschalten. Die Steuerkonsole könnte dort drin sein. Und tschüss. Jetzt bin ich hier ungestört. Ah, das war der letzte also. So. Guck mich hier mal ein bisschen um. Das hat halt großes Potenzial für Verstecke hier. Das sind nur Sachen zum Einsammeln. Ich habe die Dings ja markiert. Da ist die Steuerkonsole. Okay. Werden jetzt Kobras geplättet? Die Maschinen da unten zu zerlegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht klappen. Aber gucken wir uns mal an. Wahrscheinlich werden wir zwei erledigen und eine bleibt über. Ich an eurer Stelle würde weggehen. Hm. Hey Leute, hat irgendwas nicht geklappt? Das Shuttle hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Ach, wie praktisch, ein Fahrstuhl kommt runter. Das ist aber ein großer Zufall. Ein Scan mit meinem Fokus könnte helfen. Wenn ich den Balken runterziehe, kommt der Zugangslift vielleicht runter. Hm, da war mal noch irgendwas. Oder habe ich mir das eingebildet? Irgendwie ein Datensatz? Nee. Habe ich mir eingebildet. Okay. Okay.
kräftiges Mädchen. So, was soll ich jetzt machen? Was hat das jetzt bewirkt? Ich kann da irgendwie rauf wahrscheinlich. Was sagt denn meine Quest? Klettere den Startturm hinauf. Muss ich nochmal ziehen? Da ist noch ein blaues X. Komm, verarsch mich nicht. Ach so, das reicht. Ich hätte gedacht, sie schafft das nicht. Das Geräusch verheißt nichts Gutes, oder? So gehe ich doch runter. Das ist doch falsch. Ich muss nach oben. Schafft sie das? Ich unterschätze das immer, ne? Ich sollte ein bisschen mehr Vertrauen in Aloys Fähigkeiten haben. Ja. Okay. So rüber. Das Quietschen klingt in der Tat nicht gut. Das sollte die richtige Stelle sein. Da. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Welche Verbindung? Ah. Bam! Eins weniger. Jetzt muss ich nur noch klettern und die nächsten Kabel lösen. Okay. Ja, ich denke, das soll ich hin, ne? Da klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Vielleicht hatte Val recht. Aber es gibt kein Zurück mehr. Schön, dass Aloy ihren Humor nicht verloren hat. Aber ich glaube, wenn du runterfällst, brauchst du dir keine Sorgen mehr um die Killermaschinen machen. Das ist dann auch egal. Oh, nicht runterfallen, Mädchen! So, und jetzt machen wir Fondue bitte aus den Schlangen. Und Matsch, Matsch. Und die dritte? Ella, ich glaube, du hast ein Problem. Ja, bin gerade dabei. Okay, wo ist der Schwachpunkt? Schwach gegen Feuer, Ei. Ah, okay. Dann nutzen wir meine Schleuder.
Ich will meinen sicheren Stein nicht verlassen. What? Okay, vielleicht doch. Munition herstellen, Aloy! Okay, das Ausweichen sollte ich vielleicht noch ein bisschen besser üben. Scheiße, ich brenne! Ich brenne, verdammte Scheiße! Ich glaube, ich nehme den Pfeil und Bogen. Das andere ist mir ein bisschen zu statisch. Ja. Na, bist du sauer? Jetzt bist du unnütz. Bäm! Die Kanister liegen jetzt frei. Du sollst drauf zielen. Okay. Wo liegen denn Kanister? Ich sehe nichts. Ach so, bei ihren Schädel da. Was ich noch ein bisschen vermisse ist, in Horizon Zero Dawn gab es, während man den Pfeil gespannt hat, so eine Art Zeitlupe. Vielleicht sollte ich das mit der Schleuder machen? Weil ich treffe sie irgendwie nicht. Ah! Vielleicht nehme ich doch den Pfeil. Sobald ich wieder welche hergestellt habe. Ah, scheiße, das war doch ein Treffer. Ihre Energie ist aber noch nicht ganz down. Was kommt jetzt? Giftstachel? Das ist ausgebrochen. Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder Kreuzmunition. Vielleicht findet mein Fokus etwas, was ich hier brauchen kann. Jo! Okay, sie vergräbt sich. Ich muss auf Abstand bleiben, wenn sie angreift. Ah! Die Schleuder ist mir ein bisschen zu ungenau dafür, dass das Vieh so schnell ist. Ich habe hier irgendwas abgeschossen. Ich muss mich heilen. Ich hab sie doch gleich. So, verrecke du mieses Ding. Sie ist tot. Endlich. Ja. Fertigkeitspunkte plus 1. Ah. Bitte sag mir, dass es einen Zeitlupeneffekt für den Bogen gibt. Das vermisse ich super. Du hast deinen ersten Fertigkeitspunkt verdient. Fertigkeitspunkte erhältst du durch Aufstufen und durch das Abschließen von Quests und Aktivitäten. Wähle einen Fertigkeitsbaum aus und tippe X an, um ihn zu öffnen.
Okay, das ist anders. Fallenherstellerin, Kriegerin, Jägerin, Überleben. Okay, Eindringling. Alter, wie viele Sachen man aufleveln kann! Maschinenmeisterin. Ich gehe mal auf Kriegerin. Ich hoffe, dass es da dieses Ding gibt. Okay, Geschichte fortschreiten. Kritische Stärke und Mutstoß. Erhalte dank einem speziellen Modus in deinem Fokus eine größere Chance, kritische Treffer. Ja, super. Okay, hier kann ich anscheinend nichts lernen. Fallenstellerin. Ich bin nicht so der Fallensteller. Genau, das will ich haben. Das habe ich schon. Irgendwie kann ich nichts lernen. Wahrscheinlich muss ich das Tutorial hier abschließen, oder? Die ganzen Fähigkeiten sind noch gesperrt. Ich glaube, ich muss das Tutorial erst abschließen, damit das was wird. Aber laut... Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Bald muss ich wohl einen anderen Weg dahin suchen. Es... Ah. Okay. Schlängelzahn, cooler Name. Oder Schlängelzahn. Hat er noch mehr Teile? Nee, ne? Gibt's hier noch mehr? Nope. Ja, wir sammeln noch mal ein paar Pflanzen, Heilpflanzen. Ich habe reichlich verbraucht. Aber der Kampf war cool. Also... War cool gemacht. Ist das da? Das brauche ich wahrscheinlich. Aber ich will mal sagen, das ist eine gute Stelle, um den Part zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Super geiler, epischer Bosskampf. Schaltet doch gerne wieder ein und lasst dem Video gerne ein Like und Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.